Hallo zusammen, heute geht es mal wieder um figürliches Zeichnen. Hier im Beispiel Modedesign und die Zeichnung, die wir machen, haben wir auch mit Techniken aus unserem Buch Genial Zeichnen Porträt für euch skizziert. Ich muss natürlich nicht sagen, jeder, der Modedesign studieren möchte, braucht natürlich eine Modedesign-Bewerbungsmappe. Das ist eine Technik, die ihr auch bei uns erlernt, aber auch wenn ihr figürliches Zeichnen lernen möchtet, da kommt man um diese leichten Zeichnungen nicht herum. Wir machen das Ganze mit einem Fineliner direkt, skizzieren ganz grob die Figur, wie sie jetzt hier sitzt. Das heißt, man erkennt schon Kopf, Arme, die Position und das Bein. Das hätte jetzt auch theoretisch eine Figur reitend auf einem Pferd sein können. Ihr habt es aber natürlich im Vorfeld gesehen, dass die Dame auf einem Koffer sitzt und das Ganze vielleicht eine Situation am Flughafen ist. Und hier auch natürlich ganz, ganz wichtiger Tipp, immer leicht vorzuzeichnen. Das ist das Entscheidende. Wenn ihr das grundsätzlich durchzieht, dann habt ihr auch die Leichtigkeit erst einmal darin. Ihr könnt korrigieren, ändern. Ihr seht selbst, dass der Kopf noch gar nicht ausgearbeitet ist, aber das ist auch nicht tragisch, weil wir erst einmal die Vorskizze haben. So, und jetzt gehen wir da dran und erarbeiten dann die Feinheiten, wie eben die Frisur, oder dann das Gesicht gleich. Das Ganze immer mit einem lockeren Strich versehen. Auch hier, ihr habt vielleicht darauf geachtet, dass wir bei der Vorzeichnung erst einmal natürlich den Stift oben anfassen, also weiter höher. Da geht es eigentlich darum, ihn ganz leicht aufzuzeichnen. Und wenn man dann genauer Details ausarbeiten möchte, dann wird der Stift weiter unten gefasst. So, hier kommen noch so Mini-Details des Gesichts. Und auch hier auch wieder ein paar Details mehr. So, und jetzt mit der breiten Seite des Stiftes, das ist ja das Schöne und Spannende daran, dass wir die Details hier ein bisschen kräftiger zeichnen können. Das heißt, der Tuschestift C hat eigentlich die Fähigkeit, feine Linien mit der seitlichen Pinselspitze zu zeichnen oder eben auch kräftigere, wenn das Ganze dann mit der flachen Seite gezeichnet wird. So, da geht es noch weiter in die Details. Hier zum Bein hin. Und hier zur Wade, also auch die Details der des Koffers. Man sieht jetzt noch den Fuß auf der anderen Seite des Koffers, logischerweise. So, und ihr merkt, eine Skizze, eine Schnellskizze ist eigentlich da, und jetzt können wir mit einem Marker die Feinheiten, also in dem Fall jetzt die Kleidungsstücke, ausarbeiten. Hier, es ist natürlich auf so einem
schwerem Papier immer ein bisschen anders, wie die Stifte reagieren, die Farben reagieren, weil man natürlich einen hellen Ton deutlich anders wahrnimmt auf dem Papier als auf einem weißen Papier. Ihr merkt auch die Farbe, die trocknet jetzt. Das sind die Alkoholmarker. Der Alkohol verdunstet und es bleibt eigentlich nur noch die Farbe, da aber nicht so wie beim ersten Auftrag. Deshalb immer beim Denken, welchen dunklen Ton möchte ich einsetzen. So, dann kommen noch die Haare hinzu. Und dann noch einmal die kleinen Details an den Schuhen. Und wie man sieht, mit ganz gemütlich ist so eine Zeichnung einmal skizziert. Da greifen wir noch so ein bisschen mehr Details auf. Zum Blau hin und vielleicht noch so die Struktur des Koffers auch noch ganz leicht aufgegriffen. Und soweit ist die Skizze fertig. Keine vielen Zeichenwerkzeuge, mit wenigen Werkzeugen haben wir die figürliche Zeichnung gezeichnet. Und jetzt mit einem weißen Buntstift kommen die letzten Highlights. Das war's. So ist die fertige Zeichnung. Mehr dazu natürlich gerne in unseren Zeichenkursen vor Ort oder auch online. Schaut dazu auf unserer Seite onlinekurse.akademiehoop.de. Ansonsten freuen wir uns auf eure Kontaktaufnahme. Bis dann, alles Gute, euer Akademiehoop-Team.